was in dieser Folge passieren wird. Diesen Stau, da hat anscheinend irgendjemanden Red Flag. Oh mein Gott, das in der zweiten Runde, das wird natürlich ein Game Changer. Der war im toten Winkel, erst wie ich ausgeschert habe. Genau hier haben wir dann diesen Dreher von Alexander Albon. Und ja, das war natürlich gar nicht die feine englische. Was Runden sind noch zu gehen? Ob es eine richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Willkommen hier aus dem sehr verregneten Miami. Heute wird es auf jeden Fall ein Rennen geben, das ich irgendwie feiern werde. Denn heute passiert wirklich wieder so viel weirder Stuff. Damit abonniert gerne den Channel kostenlos, falls ihr natürlich noch nicht habt. Würde ich mich auch gerne mit euch umfreuen. Und ja, hier sind wir nun in Miami, der neuen Strecke, 5,4 Kilometer, 19 Kurven und zwei DRS-Zonen, die wir heute leider nicht rausschieben dürfen vermutlich, aber wir gehen jetzt mal ins Qualifying, denn das war noch trocken und da werden wir jetzt auch mal versuchen, unser Bestes zu geben. Und jetzt geht's los, unser erster Run, beziehungsweise ich bin jetzt schon auf den dritten Run im kompletten kurzen Qualifying und der hat uns nur 11 gebracht. Das Auto hier generell schwächelt ein bisschen, also das fällt mir schon so oft, dass wir hier dass ich generell hier 110% geben muss, um eine Maximalleistung oder sagen wir mal eine Leistung zu bringen, die mir irgendwie gerecht wird. Der erste Sektor ist ein bisschen tricky gerade hier. Ich bin noch kein großer Fan davon, dennoch konnte ich ein bisschen Zeit finden. Und das ja spiegelt sich hier oben rechts wieder an der Zeit. 2 Zehntel hier schon. Qualifying ist vorbei. Das bedeutet, wir haben hier wirklich den allerletzten Run. Und ich muss echt ein bisschen Zeit finden, denn es wird sich jeder noch einmal verbessern. Alle sind auf einer schnellen Runde und da kannst du wirklich schnell irgendwie 10., 12., irgend sowas. Okay, wir sind ja schon 14. Aber da kannst du noch mehr abrutschen, obwohl du eine schnelle Runde noch hast. Hier im Mickey Mouse Sektor kannst du wirklich sehr viel Zeit gut machen, indem man links und rechts die Kurven wirklich richtig schneidet. Und hier raus, der Exit ist verdammt wichtig und der war verdammt gut. Purple im Mittelsektor, 13. hier gefunden. Es gibt hier nur noch eine relevante oder richtige Kurve. Und die kommt jetzt hier in dieser Haarnadelkurve, nenne ich schon fast. Nicht zu spät bremsen, aber auch nicht zu früh natürlich. 5 Zehntel hier im Delta, der Rutscher war nicht so gut. Dennoch hier knappe 4,5 Zehntel konnten wir finden. Wo wird uns das hinbringen? Das sehen wir auf jeden Fall jetzt gleich in der Startaufstellung. Oder auch hier unten links, es ist B8 geworden. Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Leclerc, Russell, Perez, Oscar Piastri, der Wissenschaftler, Ocon, Gasly, Sainz, Tsunoda, Joe, Stroll, Norris, Hülkenberg, Doohan, Magnussen, De Vries, Albon, Sargent und Liam Lawson. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer teilt sich heute die Kommentatorenbox mit mir. Was hältst du von Max Verstappen? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfacher. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs um den problematischen Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Und los geht's hier in sehr verregnete Florida. Let's go, Miami Grand Prix Season 3. Wir starten hier im Regen. Habe ich keine guten Erfahrungen, gerade nach Baku. Im Qualifying ist da auch richtig abgegangen. Da war es auf jeden Fall eine Berührung mit Piastri, aber Pierre Gasly ist in Piastri reingefallen. Ocon, wo war Ocon bitte? Wo war bitte Ocon? Okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe Ocon nicht gesehen. Also der muss dann irgendwie hinter uns gewesen sein, aber gerade im Regen, man sieht kaum was. Es sind wirklich unmenschliche Bedingungen und ich komme hier wirklich gar nicht durch. Also die KI ist natürlich direkt on fire, das habe ich auch in Baku gemerkt. Gerade auf der Schwierigkeit, auf der wir hier fahren, ist das nahezu unmöglich, irgendwie nur ansatzweise, keine Ahnung, irgendwie was zu reißen. Denn es ist Miami und ja, es ist auch ein Startkurs. Hier
Runde 1, da können wir ganz spät reinbremsen, weil auch Perez hier aufgehalten wird. Können wir Max Verstappen, können wir mal Checo Perez überholen, aber auch Verstappen, Leclerc, Russell und auch Valtteri, die werden alle, oder das, oh, das war hart, da gebe ich ihnen mal den Platz zurück. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dies so früher bremst, aber es ist natürlich klar, es ist dieser Ziehharmonika-Effekt. Aber ja, jetzt hier im Windschatten saugen wir uns hier dran. Russell 351, das ist schon wirklich krass. Und außen haben wir natürlich die bessere Bahn, aber ich war ja wirklich so spät. Also da gibt es fast diesen Radierer an der Mauer und da fallen wir aus dem Sekundenfenster zu Verstappen. Auch wenn es nichts bringt, denn wir wissen ja, diese Bedingungen sind Karrieresfenster oder so. Turn 1, wirklich, es wird heute in diesem Rennen kaum eine Runde geben, wo ich mich nicht in Turn 1 verbremsen werde. Das predikte ich euch, es ist die Kurve der Hölle. Ich mag diese Kurve absolut nicht, Turn 1 ist wirklich ein Abtörner. Also diese Kurve ist so schwierig im Regen zu fahren. Also ihr könnt euch noch erinnern, wie es Leclerc in Sanford gegangen ist. So geht's mir hier. Oh, da kommt, ja, da kommen wir viel zu weit über die Strecke. Und da sitzt Gelb hinter uns. Da ist ein Stau, da hat anscheinend irgendjemanden Red Flag. Oh mein Gott, da ist in der zweiten Runde. Das wird natürlich ein Game Changer. Das kann sehr, sehr, sehr gut werden für uns. Ich hoffe natürlich, dass es dann vielleicht später noch trocken wird und wir vielleicht dann doch noch ein besseres Rennen erleben. Und so ist es wirklich. Es wird nachher noch irgendwann trocken werden. Also so ein Fünftel, das letzte Fünftel des Rennens wird trocken, auf trockenen Bedingungen sein. Vielleicht geht da was, vielleicht werden wir aber auch nur enttäuscht. Let's go. Hier haben wir mal den ersten Start, die Wiederholung. Und man sieht auf jeden Fall, dass der Ferrari gar nicht vom Fleck gekommen ist. Und hier sehen wir dann auch diese, okay. Das war das mit Ocon. Ja, ich musste hier ausscheren, weil ich neben die wollte, habe aber ehrlich gesagt, der war im toten Winkel. Erst wie ich ausgeschert habe, genau hier haben wir dann diesen Dreher von Alexander Albon. Und ja, das war natürlich gar nicht die feine Englische, was der da mit der Konkurrenz macht. Normalerweise bleibst du irgendwie stehen und da kommt schon mit dem Pendel in die erste Kurve rein. Und in der zweiten dreht ihn dann aus. Und dann hier von Yuki Tsunoda und das war natürlich komplett, das war richtig beschissen. Denn er wollte hier irgendwie vorbei und dann ja, fährt ihm da genau vor das Auto. Also, das ist wirklich nicht gerade die beste Art, irgendwie eine Crash zu entgehen. Let's go, Restart hier nach der roten Flagge und eins ist auf jeden Fall schon mal fix, der Regen hat nachgelassen, das sieht man schon mal. Hier gehen wir links an Charles Leclerc vorbei, weil ich auch vorhin schon links einen guten Start hatte. Da gehen wir jetzt nach außen an. Wo bekomme ich immer diese verdammten Kollisionen her? Es gibt eine Rad-an-Rad-Berührung und wir bekommen direkt eine Verwarnung wegen einem Crash. Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Wir waren ganz, ganz außen. Also ich hätte sowieso nicht mehr woanders hingehen können. Und by the way, war ich auch beim Kurvenausgang vorne. Also weiß nicht genau, warum oder das Ganze war. Bottas führt jetzt auf einmal diesen Grand Prix hier an. Und das sind McLaren, also verrückter geht's wirklich nicht. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass die beiden ein bisschen fighten und wir dadurch an die drankommen oder so. Das wäre natürlich das, das Optimum. Aber versprechen kann ich da natürlich nichts. Jetzt hier Leclerc ist schon wieder. Leclerc wurde von Verstappen überholt, das ist schon mal fix. Aber ja, schon wieder gelb da hinten. Kannst du nicht schon wieder Wind weggedreht haben oder so. Das ist halt wirklich ein sehr interessantes Rennen. Also da musst ihr euch die Fähigkeiten behagen, weil das ist wirklich so beschissene Bedingungen. Und da quetscht sich jetzt Lewis tatsächlich durch vor dem Mickey Mouse Sektor. DS oder so gibt es ja eh keins. Das bedeutet eigentlich auch, dass du kaum irgendwie eine Chance hast. Hier quetschen wir uns schon mal, aber wir setzen uns hier ein bisschen neben ihn. Ja, das konnte ich nicht ahnen. Und jetzt hier aus diesem engen Sektor raus geht's an Valtteri Bottas Heck dran, links werden wir vorbeigehen, es ist auch eine Linkskurve und ich wurde heute schon so oft von dieser Seite wieder zurück überholt, also ich weiß, dass man am besten hier links überholt, ganz ganz spät auf der Bremse, das war fast zu spät, aber gerade noch so okay, jetzt hier in die letzten zwei Kurven rein und wir können sagen, wir haben schon mal den zweiten Platz hier geschafft, also
besser geht's fast nicht. Es sei denn, wir schaffen es tatsächlich, dann noch an Lewis dran zu kommen. Da bin ich mir aber absolut unsicher. Denn wie mein Titel verraten hat, werden wir heute noch ein sehr dummes Risiko eingehen, das sich nicht bezahlt machen wird. Runde Nummer 11. Es regnet immer noch. Wir sind immer noch knappe 7 Zehntel. Ja, jetzt sind wir eine Sekunde immer im Mikrofon, sagt er wenig ein bisschen. Lewis ist da vorne auf und davon. Das sind fast 7 Sekunden. 6,5 Sekunden. Das ist wirklich sehr stark. Also der zieht mich da regelrecht ab. Aber ich bin jetzt auch nicht die Bremse von diesem Bottas Verstappen Leclerc Zug. Denn ich schaffe es auch immer wieder, mich mit einer Sekunde da zu lösen. Das Ding ist halt, dass wir gerade im ersten Sektor oder ich da ein paar Skill-Issues habe und ich da wirklich eine halbe Sekunde jede Runde verliere. Und das ist dann auch der Grund, warum Hamilton schon so weit hier weg ist. Also ja, jetzt habe ich die erste Kurve mal geschafft, das ist eine Seltenheit in dem heutigen Rennen, das kann ich schon mal versprechen, aber gerade diese Links-Rechts-Kurve, also diese Links-Rechts-Links-Links-Kurve, also diese hier jetzt, da ist es wirklich so schwierig mit meinem Auto hier durchzukommen, gerade zu diesen Bedingungen, ich habe hier einfach noch nicht die richtige Taktik rausgefunden, da verlieren wir dann direkt 3-4 Zehntel auf Valtteri und das ist dann wirklich das... zieht sich wie ein scheiß Faden durch dieses Rennen. Es ist einfach nicht toll, heute zu fahren. Wir kommen zwar hier auch wieder im Mittelsektor ein bisschen von Bottas los, also es ist wirklich nur so diese paar Kurven in Sektor 1, wo Bottas da wirklich mithalten oder auch draufhalten kann, aber dann ist es wieder vorbei, dann sind wir wieder da mit der Uhrhand, aber dann hat halt auch Hamilton diese paar Zehntel, die ich dann im letzten Sektor wieder finde, hat die dann Hamilton locker wieder gefunden. Hier wirklich, das ist mein perfekter Trick, hier links und dann rechts drüber. Da machst so viel Zeit gut, immer so 2-3 Zehntel und hast dann wirklich die restliche Runde und auch den Beginn der nächsten Runde keine Probleme damit. Das ist schon mal interessant hier. Und ja, 12. Runde, wir hängen hier ein bisschen fest, da ist es wieder gelb und ich hatte so die Hoffnung, dass wir den Sieg geschenkt bekommen, aber nachdem Lewis hier schon vorbei ist und wir immer noch gelb haben, bedeutet das hinter uns scheidet jemand aus? Wer wird sein? Verstappen hat sehr viel Zeit auf einmal verloren, jetzt über eine Sekunde. Es ist auch Max. Es ist Verstappen, der wird ganz langsam, ist jetzt schon überholt worden. Der nächste Red Bull aus. Voll, oh mein Gott, und hier Virtual Safety Car. Das gibt's nicht, Leute. Wir hatten heute wirklich alles. Wir haben das Bingo. Wir hatten Safety Car, Red Flag und jetzt noch VSC. Also mehr kannst du wirklich nicht mehr haben. Außer zweimal rote Flagge, also hatte ihr das schon mal? Also das würde mich echt interessieren. Wetterbericht, ich wollte auch so ein bisschen gucken, denn ja, ich habe auch immer öfters nachgefragt, denn der hat auch gesagt, wir wissen nicht genau, ob Inters oder Slicks dann die bessere Reifenwahl sind. Und er hat mich dann so ein bisschen in die Verlockung geführt. Ich dachte mir, wenn das VSC vielleicht durchhält bis zur Boxeneinfahrt, aber es endet leider hier. Selbst Hamilton hätte das jetzt nicht machen können. Dann hätten wir da vielleicht ein bisschen was machen können. Also wir wären dann irgendwo im Mittelfeld rausgekommen. Und da hinten ist eine riesen Lücke entstanden, wo eben Verstappen ausgeschieden ist. Hatte da Russell und den Rest, ich glaube, das ist auch Perez eingebremst. Und ja, der hat dann ein Riesenloch aufgerissen. Und es ist jetzt noch eindeutig zu feucht für rote Reifen. Aber wir haben noch 8 Runden, also nein, jetzt noch 7. 7 Runden zu gehen und das wird dann wirklich knapp werden. Mal gucken, wie das Rennen heute noch so verlaufen wird. Das ist immer eine Sache. Es steht in den Sternen, was wir machen werden. Ich habe nur die Verlockung und ich hoffe, dass diese Verlockung nicht zu groß werden wird, dass wir da wirklich noch einmal reingehen. Gehen wir mal hier in die Replay rein. Das ist der Restart nach der Red Flag und der war besser als unser erster Start. Also das kann ich schon mal sagen. Wir sind da auf Anhieb an Leclerc vorbeigegangen und der konnte sich da richtig mit Perez. Nein, das ist zu viert in Turn 1. Und für dieses kleine Berührungsmanöver, wo wir zu viert in der Kurve waren, hat es wirklich eine Verwarnung gegeben. Hat da jeder eine Verwarnung bekommen? Das wäre eine interessante Frage hier. Und jetzt da, ja, wären wir am Bottas vorbeigegangen. Und dann entscheide ich mich wirklich ganz, ganz spät, noch in die Box reinzugehen. 6 Runden sind noch zu gehen. Ob es eine richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Doch ich weiß auf jeden Fall, wenn du einen 3-4 Runden hintereinander immer wieder die schnellste Rennrunde knacken kannst mit den Inters, ist das wirklich ein Zeichen, dass die Strecke trocken wird. Und ja, rückblickend, gucken wir uns das Ganze mal an und dann sage ich die Meinung rückblickend dazu. Hier kommen wir auf den 17.
Ja, das reicht nur für den 14., nicht 17. Ja, den müssen wir noch, nein, den müssen wir nicht ziehen lassen. Der ist noch hinten, okay. Ja, da kommen wir auf den 14. Platz raus und ich müsste jetzt mindestens 12 Plätze aufholen, um meinen, ja, Platz zu holen. Gesagt, getan, 11. Platz hier ist schon mal da. Schnellste Rennrunde ist da und zu sehen ist auf jeden Fall, dass das Gold richtig war, reinzukommen. Aber die Frage ist, ob wir nicht zu spät reingekommen sind oder eine Runde zu früh. Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die ich mir heute den ganzen Tag stellen werde. Denn es ist eines fix, ich werde nie im Leben irgendwie Hamilton undercutten, denn für das sind wir einfach zu schwach. Und das ist jetzt hier das Manöver gegen Bottas und aus der Box raus. Und man sieht es dann, ich habe es auch gemerkt beim Rausfahren, es ist einfach noch viel zu nass gewesen für diesen Slick-Reifen. Und da kommen wir ja mit dem Ocon aneinander. Wobei ich auch sagen muss, ich war da vorne und ich hatte auch die innere Linie. Aber natürlich, ja, kannst du nichts sagen. Hier ging Guan Yu, das war auch eine interessante Sache. Denn hier raus, da passt normalerweise wirklich gar kaum eine Beschleunigung. Aber weil eben die Strecke schon so trocken war, konnten wir ihn easy going im Vorbeigehen überholen. Und da haben wir das Overtake, das gleich nochmal in der richtigen Bild kommen wird. Da war Geld, da konnte ich jetzt nicht an Lando vorbeigehen. Dann jetzt hier Ende der Geraden. Lando, und da kommt es zur Berührung mit dem, wer ist das? Das müsste dann Carlos Sainz sein und wir gehen da als großer Sieger hervor auf den 19. Platz. Und da sind wir jetzt. Das ist jetzt Guan Yu und dann haben wir auch noch den Norris Überholmanöver hier im Rennen. Auch ganz, ganz spät auf der Bremse. Ja, da war ich wirklich auch, war ich schon ein bisschen Wut im Bauch, weil das ist gerade mal der 10. Platz. Ein Pünktchen mit der schnellsten Rennrunde 2. Und wenn ich nehme so, ich habe ein bisschen den 2. Platz, das fixe Podium weggeworfen, um hier, ja, einer dummen Entscheidung nachzugehen. Die Strategie ist auf jeden Fall, die wäre durchgegangen, aber da hätten wir noch, ja, 5-6 Runden gebraucht. Denn das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Ich bin pro Runde safe so 1-2 Sekunden schneller als die Vorderleute. Maximal, ja, es geht dann auch auf 4-5 rauf. Also von Inter auf die Slicks ist das wirklich sehr toll. Ich habe jetzt 4 Sekunden in einem Sektor auf einen Teamkollegen aufgeholt. Das Ding ist halt, wir werden hier unten ausgehen. Wir werden das nicht halten können. Diese Pace schon, aber ich werde es nicht schaffen. Die Rundenzeiten werden mir heute echt den Knacks geben. Jetzt geht's hier in den Mickey Mouse Sektor rein und ich bin hier wirklich schon richtig am Limit, um wenigstens meine Endposition wieder rauszubekommen, den 2. Platz. Es ist echt ein enges Feld hier. Da, ja, das ist auch schwierig. Da will ich, ja, das geht nicht. Da müssen wir zurückstecken. Und jetzt hier beim Rausbeschleunigen, wie gesagt, da war jetzt kurz Geld. Kein Plan, warum. Ja, jetzt hier Windschatten, DRS on. Auf den Tabellen war gerade gelb und jetzt wieder nicht. Ja, jetzt im Windschatten. Da probiert es jetzt auch Norris an Sainz deckt ab und das ist wirklich das Gute für uns. Da können wir jetzt, in der Kurve gerade weiterfahren. Das ist wirklich eine gute Idee. Und da können wir jetzt, da den Profitablen spielen. Schnellste Rennrunde noch einmal. Pierre Gasly ist noch drin, eventuell Oscar Piastri, also die beiden da vor mir. Und dann wird das gewesen sein, denn dann ist wirklich eine größere Lücke zu Perez und das wird dann nichts mehr werden. Mittelsektor DS und so weiter ist natürlich auch schon enabled, also ja, jetzt ist wirklich noch ein, zwei Runden und wir hätten da locker den Hamilton jetzt geholt, also der ist trotzdem ewig weit weg, auch da der Zweitplatzierte gewesen, das ist Bottas dann, der ist auch weit weg, also ja, es hätte funktionieren können. Natürlich darf ich das als Führung waren wir nicht, aber auf Podiumskurs liegendes Teamauto darf ich das irgendwie nicht riskieren. Das war natürlich eine blöde Entscheidung. Doch ich dachte mir, jeder wird reinkommen. Und ja, im Endeffekt waren nur wir die Idioten, die da von den Regenreifen, also von den Inters auf den Slickreifen gegangen sind. Da war ich auch wirklich nicht mehr weit von den Jungs entfernt. Also wirklich eine Runde noch. Und ich bin mir sicher, ich hätte die Dreiergruppe vor mir auch gehabt und das Podium. Aber das war dann wahrscheinlich auch die eine Runde, die ich zu früh mit dem Slicks reingekommen bin. Gesagt, getan, Lewis gewinnt das Rennen mit einem unfassbaren Vorsprung.
Die haben natürlich auch geschmolzen ist. Wir nehmen die schnellste Rennrunde mit, aber das ist wirklich Schadensbegrenzung. Großartigen Sieg ein. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich auch verdient. Ja, die können sich freuen. Ich, Idiot, haben denen Doppelpodium geschenkt. Mann, das ist so nervig, wirklich. Auch wenn es natürlich nicht zu 1 und 2 waren, trotzdem der 6. Platz. Es sind dann am Ende nur 9 statt 18 Punkte. Also ich habe die Hälfte meiner Punkteanzahl verschenkt. Mann, das ist wirklich echt, echt bitter. Das ist so bitter, gerade in so einem knappen WM-Fight. Ah, na gut, ist egal. Kann auch mal passieren, ein Strategie-Fail. Die Rivalität haben wir jetzt auch verloren. Das war aber auch schon klar vor dem Rennen, also dass ich die nicht gewinnen werde gegen einen Fahrer wie Leclerc in einem Ferrari, ist mir ehrlich gesagt klar, die im Game auf jeden Fall besser sind in Wirklichkeit. Dennoch, was soll ich sagen, es war ein cooles Rennen, hat unnormal Bock gemacht und gerade so bei diesen nassen Bedingungen dann mit Trockenreifen, das war wirklich geil. Also kann ich jedem empfehlen, auch wenn die Strategie jetzt für den Arsch war. Das muss ich jetzt am Ende zugeben. Sorry für den Wortlaut, aber das ist wirklich, das ist genau das, was ich nicht wollte. Egal, wir lernen aus Fehlern, ähnlich wie manche andere Teams. Und wir sind ja auch kein Top-Team. Hier dürfen wir wieder mal ein bisschen was managen, aber in der Abteilung geht wieder nichts. Wir dürfen in keiner Abteilung mehr was upgraden. Grund ist vermutlich, dass wir einfach mehr Geld in... dass wir genau hier ein bisschen mehr Geld reinstecken müssen. Da liegt aber wirklich schon der Haken, denn wir haben kein Geld. Für heute war es das aber mal. Morgen geht es dann nach Imola. Freue ich mich auch drauf. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Däumchen oben da. Und ja, wie hättet ihr das gemacht? Seid ihr da wirklich eher so draußen bleiben, bis nichts mehr geht? Oder reingehen und noch einmal pushen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Für heute war es das mal. Ja, von denen werde ich mir gar keinen als Rivalen nehmen. Da kein Kommentar wirklich. Gar keinen Bock da drauf, die werden mich beide abziehen. Schaut gerne auf Social Media vorbei, links mal unten in der Bio und auch unbedingt gerne auf TikTok, jetzt _Tobi, links mal unten in der Bio, macht die 13k voll. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.